passend zu unserem heutigen Gegner habe ich einen knallig grünen Tümpel entdeckt. Also wer da drin badet, der kommt wahrscheinlich mit drei Augen wieder raus. Und damit begrüße ich euch zum 26. Spieltag. Unser FC Hansa muss gegen Aufstiegsanwärter Fürth ran. Die Kleeblätter stecken allerdings zurzeit in einer Krise. Man gewann nur eines der letzten 6 Spiele und verlor 5-mal, darunter 4:1 am letzten Spieltag gegen Elversberg, davor 4:0 beim KSC. 8 Gegentore in 2 Spielen ist schon hart. Trainer Zorniger unter Druck. Natürlich waren die letzten Spiele nicht gut, trotzdem stehen die nicht ohne Grund oben in der Tabelle. Und bei uns herrscht ein bisschen Erleichterung, nachdem wir dieses enorm wichtige 6-Punkte-Spiel für uns entscheiden konnten. 1:0 gewonnen in Braunschweig. Die Mannschaft hat Moral bewiesen. Was für ein Einsatz. Aber ja, man darf nicht nachlassen. Dadurch, dass Braunschweig gestern doch noch in Paderborn gewonnen hat, stehen wir wieder unter Zugzwang. Sind auf Platz 17 abgerutscht und müssen unbedingt 3 Punkte holen. Die Konkurrenz schläft nicht, aber ich sag mal so, wenn wir unsere Spiele gewinnen, braucht man nicht auf andere schauen. Mit Fürth kommt eigentlich der perfekte Gegner, ne? Erinnert euch an letzte Saison. Ungefähr zeitgleich trafen wir auf die Kleeblätter und ihr wisst alle, wie das Spiel ausgegangen ist. Nils Fröhling hat den Hammer ausgepackt. Wir haben über 7 Monate auf einen Heimsieg warten müssen und dann war es soweit. Der Startschuss unserer Serie, die uns dann zum Klassenerhalt geführt hat mit 5 Siegen aus den letzten 6 Spielen. Also eigentlich müsste das doch ein gutes Omen sein. Ach ja, irgendwie die Klasse zu halten. Ich denke, die Mannschaft hat es begriffen. Trotzdem treffen die beiden rückrundenschwächsten Teams aufeinander. Zudem hat Fürth die meisten Gegentore gefressen in der Rückrunde. Da muss doch das ein oder andere Tor drin sein. Ich bin gespannt und hoffe, dass der Sieg letzte Woche ein bisschen die Kräfte freigesetzt hat. Mit gutem Gewissen wollen wir in die Länderspielpause gehen. Los geht's, auf zum Heimsieg. So Leute, ab geht's. Trikot für heute aus der Saison 2014-2015. Hoffentlich bringt das kein Pech, weil wir in der Saison vor dem Abgrund standen. Erfurt hat uns gerettet, das werde ich nicht vergessen. Ansonsten wären wir in die 4. Liga abgestiegen. Ja, mit dem legendären Flutlichtmast. Das Ganze muss auch irgendwann mal erneuert werden. 2025 soll es starten, 3,5 Millionen kostet das Ganze. Fahren wir jetzt mal nach Rostock. Patrick, was geht? Aha. Mit der neuen Karre am Start. Ja, am Testen. Ja, wir stehen unter Druck. Hast du schon gesagt, Braunschweig gewonnen? Ja, wir können das holen. Der direkte Vergleich sieht auch sehr ausgeglichen aus. 6 Siege Hansa, 6 Siege Fürth, 2 Unentschieden. Aber die letzten 3 Heimspiele haben wir gegen Fürth. Nicht mehr verloren, sind ungeschlagen. Ja, läuft? Ja, das werden wir gleich im Autobahn testen. Kleiner Rast, die Schalt sind dran. Und Gefühl? Ich hoffe mal, dass wir random 3 Punkte machen. Irgendwie, ja, ne? Eigentor, ja, was auch immer. Heute ist Pflicht. 2-0. Regel Nummer 1. Wenn ihr am Rastplatz seid, überall Hansa-Aufkleber und immer weiterkleben, dann läuft das. Fliegender Wechsel oder was? Guten Morgen, Max. Na, Felix, Norman, alles gut? Ja. Ja. Was geholt hier, oder was? Der dreht schon wieder durch, ey. Der stand hier, das wollte keiner mitnehmen. Oh, frische Friese. Ja, musste mal sein. Danke, Paderborn. Ich habe immer so das Gefühl, dass sie das mit Absicht machen. Gegen uns spielen sie wie Champions League-Teilnehmer. 3-0 haben die uns abgezogen. Das haben wir jetzt von dem Marder, der Glück bringen soll. Jetzt bringt er uns Pech aktuell. Ja. Ne? Wir sehen uns. Bis später, Max. Ciao, ne? Natürlich muss man selber liefern, weil ich jetzt gesagt habe, ja, auf die anderen ist kein Verlass, ne? Einfach gewinnen und dann ist es egal. So ist es. Der Ire. Ja. Sponsor des Bieres ist heute Kevin. Danke auf jeden Fall nochmal an Kevin, schon in Rostock gewesen. Ja. Familie besucht. Genau, Kind hier abgeliefert über die Osterferien und... Jetzt kann man sich richtig gönnen. Ja, genau, jetzt heute... Jetzt schnell noch eine Frankies. Sebastian, was geht? Dein Gefühl fürs Spiel? Ja, Decken ist 1-0. Das ist top. Ich bin eigentlich optimistisch. Scheißegal wie. Dreckig, nicht dreckig. Gut gespielt. 3 Punkte sind 3 Punkte. Ich kann mich dem nur anschließen. Genau so sehe ich auch. Warum ist Fürth momentan so anfällig? Stellen wir uns die Frage. Ich meine, der Kader
Gib was her. Gerne. Mit Amindo Sieb, bester Torschütze und Hagota. Ja. Aber das Gute ist, ich glaube, es sollen irgendwie 6 Stammkräfte von Fürth ausfallen. 2 sind gesperrt, Dietz und noch einer. Bei uns aber die Verteidigung. Ja. Vandewerf, Jonas Davil, die haben das eigentlich gut gemacht gegen Braunschweig. Wer soll sonst Innenverteidiger spielen? Wir haben eigentlich nur Rossi. Ja. Hüsing fällt aus zu 100%. Safe. Hat Mersat auch gesagt in der PK. Ja. Naja. Wir werden sehen. Mal schauen. Also die Google KI habe ich gestern mal durchlaufen lassen. Hat ja gesagt, aufgrund des Heimvorteils müsste Hansa den Klassenerhalt schaffen. Also in diesem Moment tatsächlich mal danke Google. Boah, wir mussten jetzt noch einen kleinen Umweg machen. Suchen einen Parkplatz. Hier ins Parkhaus? Nee, ne? Doch. Schmeiß einen Anker. Okay, komm. Der Anker wird geschmissen. Den Radfahrer nehmen wir noch mit hier. Felix, merk dir bitte 2. Beim letzten Mal hat das nicht funktioniert. Ach so, wo das Auto steht. Ja, wir merken uns. Wir stehen. Ey, hier wohnt auch Günther, die Legende. Günther, wenn du das siehst, Grüße gehen raus. Ist ein Kollege von meinem Opa. Der Günther. Die Marienkirche da hinten. Und der Weg zu Frankies. 11:30. Gut in der Zeit. Genau. Jetzt gibt's Frankies. Was ist denn jetzt hier los? Da links. Der Hansa Fanshop. Schaut mal vorbei. Ich wollte mir noch den grauen Pulli holen. Werde ich mir auf jeden Fall demnächst bestellen. Dann lasst es euch schmecken. Mmh. 10 von 10. 11 von 10. 11 von 10. Und probiert. Alter Felix. Das bringt Glück, oder wie? Ich habe so voll geschissen. Aber Glück, die Hansa-Jacke. Sieg? Na klar. Felix, Mann. Wie ein Baby. Daumen hat sich noch was gegönnt im Fanshop. Boah, fürs Auto? Ja. Sieht stark aus. Grüß an Bibi. Felix, Fürth ist anfällig. 3 Auswärtsniederlagen in Folge. Eiskalt nutzen heute, eiskalt nutzen. Was? Oder sind wir wieder der Aufbaugegner? Du hast es gesagt, kannte er sich. Heute so ein 3-0, 4-0 für die Statistik. Aber wie sollen wir 3 Tore schießen? Das haben wir in dieser Saison noch nicht geschafft. Das macht Kolle, das macht alles Kolle heute. Ab geht's Richtung Ostseestadion. Aber zuerst müssen wir Seppi und Konsorten noch vorm Rewe treffen. Was machen die da eigentlich? Tja, das weiß ich auch nicht. Immer Mittelmole. Ja, ey. Harry auch noch. Bis gleich. Boah, sieht das schön aus. Warte, das muss ich einmal hier noch. Boah, Stadthafen Rostock. Riesenstraße, wer hat dort gewohnt, Leute? Genau. Norman und Felix. Da wird sich ausgetauscht. Die guten alten Zeiten. Größter Vorteil, ganz kurze Anreise zum Stadion. Zu Fuß. Genau, kannst du 10 Minuten vom Spiel losgehen. Wir sind am Treffpunkt angekommen. Und direkt scheint die Sonne. Ey. Was geht, Marc? Was geht? Harry, Junge. Wie ist die Lage? Na, die Serie läuft. Die muss laufen. Die läuft. 2 Siege, das hatten wir zu Beginn der Saison. Die ersten beiden Spiele. Die Serie läuft seit und jetzt geht's weiter. Genau. Die Serie nach einem Spiel. Moin Seppi, alles gut? Moin, wir kennen uns schon. Ja. Heute ist wieder eng. Meinst du denn, was ein Sieg zählt? Ja. Wir kriegen richtig auf den Sack. Da auch Braunschweig gewonnen hat gestern. Die müssen. Wir zum Siegen verdammt. Zugzwang. Genau. Felix wartet auf sein Handy. Der hat's verloren. Marc, heute Sieg 2-0. Ey, guck mal hier. Grüße an alle. Die sind gut drauf da hinten. Die feiern schon, ne? Du weißt Bescheid. Die Serie läuft. Heute feiern wir auf. Nach dem Spiel. Ich bin mir sicher. Halbe Stunde vor Anpfiff. Die aktuelle Tabelle. Unser FC Hansa ist auf den 17. Platz gerutscht, dadurch, dass Braunschweig gewonnen hat. Aber wir können uns den 16. zurückholen. Sollten wir gewinnen, es wäre extrem wichtig, um auch an Lautern, sage ich mal, nicht den Anschluss zu verlieren. Die spielen heute Abend. Fürth ist auf Platz 7, können theoretisch noch aufsteigen, wenn sie heute alles geben. Aber wir hoffen mal, dass sie ein bisschen ruhiger machen. Mobi! Ey, wie lange haben wir uns nicht gesehen, Alter? Ich sag mal zu Norm, ne? Norman! 2-1. 2-1. Ja. Würde ich auch nehmen und sagen, 2-1 mein Tipp. Harry. Wir sind immer gut drauf. Ist so. Egal welche Liga. Seit wann gibt's Malzgebäck? Ole, ole, ole. Da wird gehandelt. Auf den Heimsieg vorneweg. Auf den Heimsieg. Au. 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 Auf geht's, Hansa, kämpfen und siegen! Pünktlich! Heute auf dem Sieg. Ich bin gespannt. Ja, ich bin mir sicher. Aber hast du gehört, viele Ausfälle in der Innenverteidigung. Mal gucken, wer am Ende spielt. Ja,
Ja. Die Kleeblätter haben wir hier hinten. Ja, ich schätze mal 50 bis 100 Leute. Respekt an jeden Auswärtsfahrer. Ja, da seid ihr doch wieder. Ja. Heute 2-0, ganz locker. Oh, Party! Wir sind bereit. Heute ist die Wende. Markus Kolke, was seid ihr? Staffel Rossbach! Seppi, die suchen noch einen Platz hier! Dressel! Nico! Neidhardt! Rein! Hey! Röger! Schumacher! Iverson! Van der Berg! Junior! Urado! Also, die Ausstellung blende ich euch einmal ein in der Innenverteidigung. Rossi, Stachelidis. Ja, mal gucken, was der da so reißen kann. Van der Werf hat es anscheinend noch geschafft. Romano, Schumacher, Neidhardt. Ja, das kann was werden. Nur die Dinger müssen rein. Das ist das, was uns fehlt. Bei Fürth schauen wir einmal rauf. Am Indosieb, der gefährlichste Torschütze mit Herr Gotha und im Tor. Urbig, der Keeper von Fürth. Ja, auf jeden Fall ein talentierter Junge. Der Kader natürlich stark besetzt. Fan-Choreo geplant. Wir wollen Hansa. Und sonst keinen. Hansa forever, für alle Zeit. Hansa forever und für jede Zeit. Wir lassen Hansa niemals entstehen. Niemals. Für immer und ewig und auch bei den Sternen sehen. Hat vorgelegt, wir müssen nachlegen. Der ist jetzt bei Fürth, aber wir haben eine schöne Ablöse bekommen. Genau. DDR Oberligameister. Aber wir sind nur die Besten, nur die Besten. Opa Hardy ist gut dabei. Heimsieg. Lass ihn da nicht schießen. So wird das nichts. Gute Startelf, würde ich sagen. Ja. Oha. Guter Pass. Und. Oh, Ausnetz, Schumacher. Aber der will. Der ist heiß wie Frittenfett. Gut, Jungs. Engelsson, der gefällt mir immer mehr. Rubado. Sehr gut. Die ersten 10 Minuten sind gespielt. Die Null steht. Steht auf. Ich habe mal so die Statistiken durchgeschaut. Sie sind die Mannschaft mit den zweitmeisten Eckballtoren in der zweiten Liga. Aber Freistöße können sie hoffentlich nicht. Ja, haben wir gesehen. Naja. Frieden bisher. Ordentlich, ordentlich. Genau. Muss aber ein Tor fallen. Besser auf der richtigen Seite. Daha. Sehr gut. Kontrolliert nach vorne spielen. Genau, ein, zwei Pässe. Jetzt, wo die Sonne rauskommt. Die Sonne kommt. Doppelpass, den Ball laufen lassen. Ja, das ist okay. Komm, Nico. Schneller Einwurf. Röger. Komm, mach mal was. Ja, guter Ball auf Nico. Nico. Hand. Schiedsrichter. Oh, Engelsson.
26. Enge Kiste, aber gut für uns. Ja, Fürth macht den Eindruck, dass sie uns die Punkte überlassen wollen. Sie schwächeln, man das merkt es, so ein Hauch, es liegt in der Luft. Das finde ich gut. Danke Fürth. Da geht er hin. Ja, noch einmal schauen, was passiert. Ja. Und analysieren, okay, die Bahn ist frei. Ah, stark! Röger! Röger! Macht er gut! Und die Flanke, die ist noch Rückraum! Simon rein, bringt ihn rein! Und... Oh, Igelsson mit dem Kopf! Aber es ist wieder, wir müssen die Dinger machen! Konsequenter sein! Wir müssen weiter so machen, wir spielen richtig ja, gut! Guter Eindruck, nur das Tor fehlt. Jawohl! Nico, du bist Hansa, Alter. Zurück in der Startelf, unser Aufstiegsheld. CR7 2.0. Weiter, weiter, weiter. Oh. Hey, Hansa Rostock, Hansa Rostock, hey. Boah, ist das geil, Alter, und so wichtig. Junge, Mann. Wird gefeiert wie Champions League wieder. Alter. Ja, aber das muss auch. Ey, irgendwann holen wir uns die Meisterschaft. Naja, das dauert noch. Weiter, weiter, weiter! Kommt noch einer! Aus, wohin? Ja, genau, genau, die haben wir unter Kontrolle. 2 Minuten Nachspielzeit. Läuft doch! Ist das geil! Es tut so gut, es ist so erleichtert. Ausbauen, dann den Beton anmischen. Fertig. Ja! Oh, stark, stark! Und damit geht's in die Pause. 1-0 Führung, ganz, ganz wichtig. Ich bin beeindruckt. Schön hinten rausgespielt, Kombinationsspiel nach vorne. Und dann fällt das 1-0 durchgeleitert. Jetzt müssen wir das nur nach Hause bringen. Und irgendwie über die Zeit bringen. Scheiße. Halbzeit, ganz, ganz stark. Ganz stark, ganz stark. Ja, nehmen wir mit. Klaus. Ich bin der Verteiler. Oder was sagst du? Wunderbar. Danke nochmal für die Aufkleber. Wir sind dabei. Einmal Hansa, immer Hansa. Alle zusammen zum Klassenerhalt. Ihr werdet uns nicht los. War eine gute Hälfte. Wir holen uns den Sieg. 2-0 wie letzte Saison.
Also, auf den Sieg, ne? Top. Hobby, Junge, Maschine. Ich habe leider das Tor verpasst, aber ein Bier holen. Hat uns Glück gebracht. Vielleicht muss ich öfters Bier holen gehen. Für unseren FC Hansa kann man das mal machen. 50 Jahre jung, Hobby. Ne, ihr wisst es. Auch mit Hinterseher damals das Video, ne? Wirklich so korrekt. Ey, kann ich mich nur bedanken. Kein Problem. Immer wieder gerne. Nee, das kann ich nicht annehmen. Das Kia-Trikot. Mit Vibron, schwedische Legende. Mein Opa hat 13 Jahre in Schweden gewohnt. Nee, das kann ich nicht. Das ey, das ist zu krass. Alter, ist überhaupt kein Problem. Nein, ich kann das ehrlich nicht annehmen. Vielen, vielen Dank. Ne? Ihr wisst nicht, was das für eine Bedeutung hat. Schweden, Hansa, das ist für mich auch ganz besonders, weil mein Opa ja selbstständig in Schweden war. Und da geht's schon die zweite Hälfte weiter. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Oh, Jungs, aufpassen. Nicht aus der Pause hier schläfrig kommen. Folge. Euer Fazit zur Halbzeit? Gut. Und wir gewinnen das Ding. Holen wir das? Ja. Tausend Dank nochmal an Hoppy, du weißt Bescheid. Nein. Hoppy! Mega! Maschine. So eine Maschine! Tausend Dank, Alter! Beste Mann! Und das 2-0! Indirekter Freistoß. Indirekter Freistoß, ja. So was habe ich wirklich noch nie gesehen. Und? Und jetzt der Konter, der Konter. Ist der Filiales so Mario, pass auf, pass auf. Der ist so gut, der Filiales. Und? Boah, naja, egal. Aber die machen heute einen richtig guten Eindruck. Absolut. Von allen Gefühlslagen überwältigt. Junge, was passiert hier? Ist richtig geil, richtig geil. Nein, das ist wirklich. Nee, das ist nicht gut. Aber Fürth geht auch ab, ne? Egal wie viele. Und jetzt gehen wir ab. Ingelsson geht ab. Komm, den macht er nass. Danke. Und? Schiedsrichter bisher nur da. Grüße an den DFB. Habt ihr doch noch brauchbare Leute. So laut wie jeder kann, damit wir mit 3 Punkten nach Hause gehen. Ja. Machen Sie gut! Machen Sie stark! Ecke! Jetzt der Konter! Aufpassen! Wir sind sicher! Scheiße, nochmal! Nein, nein, nein! Nein, 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 nein! Kolke! Kolke! Wir haben halt auch einen stabilen Torwart! Herr Gotha, dem fällt nichts ein. Oh oh. Ja! Ja! Jawohl! Rauf da! Jawohl! Die wollen das schnell machen. Kurz und schnell. Ja, kurz und schmerzlos. Bitte nicht. Ja, bitte nicht. Danke. Nein, nein, nein. Bitte nicht. Nein. Nein, nein, die Drehung. Nein. Dankeschön, Netflix. Ey, Mann, Alter. Junge, Junge. Die Linie. Einfach die Linie. Und? Oh, okay. 10 Minuten noch ungefähr. Ja, es wird eng, aber... von deiner Tochter. Und ich hab meins vergessen. Aber vielleicht bringt es ja Glück. Irgendwie die Scheiße halten, Mann. Nein, nein, nein. Ja, die kämpfen aber heute. So langsam wird's eng, ha? Oder? Ja. Ich will darüber nicht reden. 3 Minuten plus Nachspielzeit zittern. Ja. Nein, der kriegt er noch.
sichern, sichern. Unser. Jawohl! Kampf und Einsatz und Leidenschaft. Das sind wir. Das ist Hansa. 4 Minuten Nachspielzeit. Halten, halten. Lass dich machen, Alter. Ey, bitte raus, raus, raus. Ja, danke. Abhalten. Fürth, danke schön. Zu Rossi, sicher. Staffelin, Bombe. Ja, der Kämpfer heute. Ja, abpfeifen. Gott, kann da nicht hingucken. Gibt er den noch? Der gibt den noch. Ich habe Angst, ich habe Angst. 2 Meter übers Tor in die Nord. Sicheres Ding. Bitte nicht. Nein. Ja! Ja! Der ist wieder geiler Macker. So ein geiler Macker. Geil. Geil. Ja! So wichtig. So wichtig. So wichtig. Jawohl. Wir sind die, die immer wieder feiern. Ole, 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 knappe, verdiente, guter Sieg. Ja, wir kämpfen bis zum Ende. Genau so. Ein glücklicher Abend beim Kardiologen. Hey, hey, hey. Wir mussten nachziehen und wir ziehen nach. Schön in die Länderspielpause gehen. Mit 2 Siegen in Folge. Ja, an Fürth alles Gute. Ne? Und vielleicht sehen wir uns in der nächsten Saison wieder. Die Erlösung, die Erlösung hier drin. Oh mein Gott. Kämpferisch. Mega, mega. Mega schönes Spiel. Ich hab gezittert ja, am Ende. Ja. Aber ihr wisst, wir ziehen das. Wir holen das. 5 Stunden Fahrt. 5 Stunden Fahrt, um Hansa zu sehen. Beim dritten Mal hat es gelohnt. Die anderen beiden Spiele verloren. Darauf kann man aufbauen, ne? Was sagst du? Lieblingsspieler von Hansa? Rosbach. Rossi, Junge. Stark, okay. Den Glücksbringer haben wir hier letztes Mal am 34. Spieltag gesehen und jetzt gewinnen wir schon wieder. Halten wir die Klasse? Natürlich noch ein langer Weg zu gehen. Die richtigen Schritte sind gemacht. Wirklich, tausend Dank nochmal. Ne? Du weißt, das ist so. Wirklich, das bedeutet mir extrem viel. Und sehr gerne, sehr gerne. Ich weiß, dass du das sammelst. Und daher. Hobby auch noch hier. Piekenhagen-Trikot. Pieke, wir vergessen dich nicht. Und die Unterschrift kann man erkennen. Vorne einmal Friedhelm Funkel. Genau. Und Riedlewitz. Und Rene Riedlewitz. Ja, ist schon ein bisschen verblasst. Tut mir leid. Aber es ist aber so wirklich ab stark. Ab und zu muss es ja mal eine Mesche. Super, Hansa. Ist das geil, ey. Felix will ein Wegbier. Ja, Mann, das muss sein hier nach dem Sieg, Alter. Den Sieg, auf den Sieg. Grün wie Fürth, die nächsten gehören auf den Sieg. Wir sagen Dankeschön für die 3 Punkte. Der hätte Eskalation pur. Einer geht noch. Rollen. Tiger, nach dem Spiel kommt hierher. Ne? Hier feiern wir die Siege. Und das geilste Wetter gibt's hier auch. Wenn die Klasse gehalten wird, dann gehen wir hier essen im Mykonos.
Und das 20, ist das 24. Der beste Grieche. Uso hat gut geschmeckt. Vielen Dank. Alter, selbst gebaut noch. Ja. Richtig cool. Guck hier mit Manneken. Ausguck. Zum Abschluss. Sicher zu Hause angekommen. Ey, was war das bitte für ein geiler Tag. Danke, Hansa. Die Spieler haben ihr Herz auf den Platz gelassen. Vor ein paar Wochen hat niemand mehr an uns geglaubt. Man darf nie aufgeben, immer weitermachen. Der zweite Sieg in Folge gegen Fürth. Oh, Wahnsinnsleistung, was für eine erste Halbzeit. Muss ich sagen, die Handschrift erkennt man so langsam. Also die Handschrift von Selim Begovic. Ich habe mich auch direkt gefragt, ist das unser FC Hansa? Seit wann können wir die Dinge spielerisch lösen? Der Hammer, und ja, wenn wir genauso weiterspielen, dann wird das was mit dem Klassenerhalt. Oder wie seht ihr das? Schreibt alles in die Kommentare. Natürlich werden die kommenden Gegner nicht einfacher. Es ist noch ein harter, schwieriger Weg, aber den gehen wir gemeinsam. Dann, klar, in der zweiten Hälfte haben wir ein bisschen sicherer gespielt und versucht, das Ganze zu verwalten. Dementsprechend, das führt dann zu ein paar Möglichkeiten gekommen, aber die größeren Chancen hatten wir, und deswegen, ja, kann man eigentlich von einem verdienten Sieg sprechen mit die beste Leistung in dieser Saison. Das ja, macht Mut. Wirklich jeder Spieler, ich will da wieder keinen rausnehmen, einfach eine geschlossene Mannschaftsleistung, die zum Sieg geführt hat. Und ja, dann zum Schluss noch dieses geile Trikot bekommen von Hoppi. Kurz und knapp einfach nochmal gesagt, mein Opa hat, glaube ich, sogar über 15 Jahre lang in Schweden gewohnt, aber auch in Rostock, war selbstständig mit Deutscher Wurst. Ist immer gependelt von Rostock nach Trelleborg und dann Växjö. Dort hat er auf dem Markt seine Wurst verkauft, und Växjö, ja, sagt euch vielleicht jetzt relativ wenig, ist der Geburtsort von Vibron. Das hat mein Opa immer gesagt, Vibron, Vibron, wir brauchen Spieler wie Vibron. Und da kommen einfach wirklich die ganzen Erinnerungen hoch. Und dieses Trikot wird einen sicheren Platz hier an der Wand finden. Ich weiß nicht, es wäre zu schade, das Ganze zu tragen. Wie gesagt, nur damit ihr das nochmal besser nachvollziehen könnt. Ich wollte mich noch einmal vom ganzen Herzen bedanken, auch an euch alle, die hier diese Videos schauen. Ne? In 2 Wochen geht's nach Kiel. Ich bin gespannt. Mit einem Punkt könnte ich leben beim Tabellenzweiten. Aber wer weiß, vielleicht geht's sogar mehr. Lassen wir uns überraschen. Ich bin erstmal wirklich voll fertig und hoffe einfach, dass es euch gefallen hat. Grüße an alle. Ja, danke für den fetten Support. Bleibt stabil. Erholt euch gut in der Länderspielpause. Und dann kommen wir gestärkt zurück. In diesem Sinne, macht's gut. Haut rein. Und bis zum nächsten Mal.